Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zu einer neuen Folge von Elite Dangerous. Tja, ich konnte es mir nicht nehmen lassen, doch noch mehr Missionen zu fliegen, als ich eigentlich machen wollte. Wir sind jetzt gar nicht in Styx, wie ich glaube ich vorhatte, sondern in Morgor. Nicht Mordor, nein, in Morgor. Und mittlerweile ist doch wieder auch ein stattliches Sümmchen dazugekommen. Jetzt will ich mal kurz gucken, ob die hier auch was zum Kaufen haben. Nee, stimmt, das war so ein blödes System. Deswegen machen wir uns mal ganz schnell auf den Weg. Können wir denen noch irgendwelche Kartendaten verkaufen? Wahrscheinlich nicht. Nein. Keine Kartendaten. Macht aber nichts. So. Wo fliegen wir hin? Ich möchte einfach mal ein bisschen vom Zentrum, oder nee, nicht vom Zentrum, vom Anfangsbereich weg. Und deswegen machen wir jetzt mal ein paar Sprünge in die unbekannte Region, zumindest für uns unbekannt. Und gucken mal, was uns da so erwartet. Das können wir gleich mal auf der Karte planen. So, erstmal ein Stück weg. In welche Richtung? Ups. In welche Richtung gehen wir denn? Also wie gesagt, ich möchte in diese Richtung, also nach da, wo die Ausdehnung sehr groß ist. Wo müssen wir denn da hin? Wo fangen wir denn da an? Ach du Scheiße. So, das ist die Richtung, wo wir wollen. Wir sind jetzt da oben. Es macht wahrscheinlich Sinn, zuerst mal hier irgendwie nach Drakonis oder sowas zu fliegen. Oder hier nach Naraka. Wir fliegen mal nach Naraka. This system is applied for bla bla Transdealer Food fresh for you. Oh, wie schön. Ist das jetzt. Verdammt, das ist jetzt noch nicht als Destination anwählbar. Das heißt, wir müssen uns einen kleinen. Wow, nee, das ist ja vollkommen falsch. Das ist ja voll nach unten. Wie kommen wir denn nach da? Alter, das sind ja Wege. Doch, aber nach Naraka geht das auch. Gut, dann springen wir erstmal dahin. Bitte stürzt nicht ab, liebes Spiel. Bitte. Ja, doch. Alles in Ordnung. Ja. Das müsste eigentlich. Es ist immer noch nicht drin. Scheiß drauf. Dann müssen wir halt per Gedächtnis fliegen. Deswegen müssen wir dahin. Und ab geht die Luzi. So, komm schon. Ich muss mir langsam mal so überlegen, oder vielleicht könnt ihr mir auch einen Tipp geben wegen der Hitzeentwicklung. Ich habe die ganze Zeit, gerade bei den Sprüngen, ein Riesenproblem mit der Hitzeentwicklung. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also jetzt gerade geht's, aber ich hatte jetzt immer mal wieder das Problem, dass ich dann irgendwann total heiß wurde. Das fand ich nicht so toll. Als nächstes müssen wir nach LHS 3006. Wo geht's da lang? In die Richtung, sagst du? Und vielleicht gucken wir dann mal in LHS 3006 oder 3006 wahrscheinlich. Ob es da vielleicht den einen oder anderen Auftrag in die Richtung gibt, wo ich hin möchte. Auf dem Weg gucken wir mal, ob wir die ein oder andere unidentified Signal Source finden. Ich will ja jetzt nicht die ganze Zeit nur rumfliegen. Ich glaube, dann steigt ihr auf die Barrikaden. Fände ich persönlich auch ein bisschen langweilig. Hier gibt es nur eine einzige Station, aber die ist Gott sei Dank direkt in der Nähe. Das ist doch schon mal praktisch.
Nicht so schnell. Schön langsam ankommen. Ja, so langsam auch nicht. Nebenher im Fernsehen, also, oh, das hört ihr aber nicht. Habe ich gerade so eine. Also, ich hab einen Ton ausgemacht. Ich gucke nur immer mal wieder so rüber. Habe ich eine populärwissenschaftliche Sendung auf NTV, nee, auf N24 laufen. Mit so einem komischen. Ich schätze mal, das ist ein. Also, das ist, glaube ich, ein Amerikaner, aber halt irgendwas Asiatisches. Ich glaube, Japaner oder so. Und da geht's mal wieder um Aliens und wie sie zu uns kommen und wann sie kommen und was dann passiert und bla bla bla. Ich finde solche Sendungen immer ziemlich witzig, muss ich sagen, weil, also die laden sich dann immer irgendwelche Experten ein. Zum Beispiel gerade ist einer da, der nennt sich Experte, ist aber letztendlich Science-Fiction-Autor, finde ich total super. Und dann reden die halt drüber, was, wie gesagt, was passiert, wann kommen sie und wie und bla bla bla. Und das finde ich so lustig, auch wenn es Wissenschaftler, teilweise sind auch halbwegs seriöse Wissenschaftler dabei, die sagen, ja, nee, also das geht ja nicht und bla bla bla. Und wir vor allem können auch nicht so weit reisen. Und die widersprechen sich die ganze Zeit, das ist so super. Da sagen sie einmal, nein, oh nö. Da sagen sie einmal, es geht nicht, dann sagen sie wieder, scheiße, wo ist das? Wo ist das Ding? Da sagen sie einmal, ach scheiß drauf, komm, ich lass mich mal interdikten. Da sagen sie, es geht nicht oder irgendwas. Und dann sagen sie plötzlich wieder, doch, aber in Zukunft mit irgendwelchen tollen anderen Technologien, dann funktioniert das wieder und bla bla bla. Ich liebe diese Sendung, weil die so richtig schön doof sind. Was? Warum wurde ich denn von einem System Authority Vessel rausgezogen? Ich glaube, es buggert, ey. Was bist denn du für einer? Eine Viper. Toll, danke. Hast mich auf dem Weg. Hast mich hier rausgezogen. Und das Lustige bei diesen Sendungen ist, letztendlich das Ergebnis, also die legen dann so ein paar Theorien zurecht. Ja, die Aliens kommen, sind böse, weil sie unsere Sachen wollen, unsere Erde, machen uns kaputt. Im nächsten Atemzug heißt es, nein, das kann gar nicht sein. Die haben ja alles schon, höchstens wenn ihr Planet kaputt geht und schon wieder der erste, nächste Widerspruch und so weiter und so fort. Und es geht so die ganze Zeit und ich piss mich einfach mittlerweile nur noch weg, wenn ich solche Sendungen sehe. Meine Freundin guckt mich dann immer ganz verstört an, wenn wir da sowas zusammen gucken. Warum lachst du denn schon wieder? Ach, da ist noch eine Signalquelle. Nehme ich Kalaten mal mit. Und das Ende vom Lied, das ist bei diesen Sendungen, das ist wie bei Galileo Mystery. Sie können nie eine genaue Aussage treffen, was jetzt richtig ist und was falsch ist und so weiter. Immer super, ich liebe sowas. Hauptsache mal schön eine halbstündige Sendung produziert oder noch länger. Und letztendlich keine Antwort gegeben. Finde ich klasse. Die sollte man einfach alle mal Elite Dangerous spielen lassen und schon haben sie ihre Antworten. Aber das können sie bestimmt nicht leisten, weil sie alles nur Populärwissenschaftler sind und die verdienen kein Geld. So, nein. Ich will nicht böse sein. So, wen haben wir hier? Gleich mal die Waffen raus. Bisschen Power auf die Schilde und auf die Waffen. Wow, hier ist doch gut was los. Meine Herren. Okay, System Authority Vessel, alles gut. Ein Igel. Bitte sei. Nein. Du bist auch alles in Ordnung. Noch eine System Authority Vessel. Cobra, eine Cobra. Die ist bestimmt böse. Nein, was ist denn hier los? Oder rastet die Cobra jetzt gleich aus? Raste aus, komm. Ich will was zu tun haben. Schieß auf mich. Verdammte Scheiße, schieß auf mich. Was ist mit dir los, Jim Bob James? Komm, ich provoziere den mal ein bisschen. Hallöchen. Der lässt sich aber nicht provozieren. Schade. Na gut, müssen wir weiterfliegen. So, und jetzt geht's. Was ist das denn? Seht ihr das?
Ist das ein Planet mit Ringen oder was ist das? Sieht strange aus. Das da so hier. Da, wo mein Pfeil hin zeigt. Ach, das ist ein... Doch, das ist ein Planet. Vulkan. Ha. Ob das wohl eine Anspielung ist? Auf Star Trek? Da fehlt aber ein Stück vom Ring. Was ist denn da los? Konnten sie sich da die Grafik nicht mehr leisten oder was? Hab ich ja noch nie gehört von irgendwelchen komischen Planetenringen, die nicht voll sind. Geht das überhaupt? Ich mag es ja fast zu bezweifeln. Da kann doch nicht einfach aufhören. Aber immerhin, warte mal. Wir könnten mal kurz unseren Discovery-Scanner anschmeißen. So. Einmal den Scanner laufen lassen. Aber ich weiß jetzt nicht, ich habe da jetzt nichts angezeigt bekommen. Schade. So, und bei dem Safe und bei dem Disengage vom Super Cruise... Oh, das ist sogar eine richtige Station. Vom Super Cruise in den Normalraum, nenne ich ihn jetzt mal. Ist es immer noch so, dass es da ruckelt. Also wir sind jetzt mittlerweile, wie ihr da unten links seht, in der Version 3.03. Das heißt, es ist schon wieder einiges an Patches nachgeflossen. Aber so richtig rund läuft es noch nicht, aber ja, ist halt normal, bei so einem riesen Patch, der da kam, ist das schon in Ordnung. Nein, falsch, nicht Cargo Scoop. Nein, auch nicht Silent Running, scheiße, die haben, ich habe ganz vergessen, die haben ja die Taste fürs Landing Gear mittlerweile auf L gelegt. Ganz vergessen. Jetzt ist nämlich mein Schutzschild weg, das ist ziemlich blöde. Ich kann noch nie so gut landen. Da ist die 27. Na gut, dann müssen wir jetzt... Müssen wir jetzt richtig gescheit landen. Keine Kacke bauen. Langsam, langsam. Ja, super. Das hatte ich jetzt auch schon lange nicht mehr. Während dem Landeanflug ist das Spiel abgekackt. Deswegen bin ich leider auch so abrupt rausgeflogen. Das liegt daran, wenn das Spiel abscheißt, geht Fraps automatisch aus der Aufnahme raus. Ich hoffe, dass das jetzt nicht nochmal passiert. Nee, alles in Ordnung. Ja, sorry, dass das jetzt so blöd war. Aber kann ich leider nichts dran ändern. Wie gesagt, ist ja noch eine frühe Version und so, direkt jetzt nach dem großen Patch. So, und jetzt schauen wir mal, was es hier alles so zu tun gibt. Gibt es hier irgendwas, womit wir schnell verdienen können? Nach Aulin... Ich nehme das einfach mal kurz an, bevor das weg ist. Ist hier noch irgendwas? La Lande 29917. Das gucken wir uns gleich mal an. Und was müssen wir hier machen? Oh. Carriers hier, das ist doch interessant. Leute kaputt machen. Zwei System Authority Sachen. Ist vielleicht gar nicht schlecht. Ich gucke jetzt aber mal, kann ich den ein paar Kartendaten vertickern? Wir kommen ja aus einem anderen System. Aber leider nicht, die haben alles schon. Das hier nehmen wir aber mal mit, da müssen wir ja hin. Und Draconis kaufe ich mir auch mal. Passt. Jetzt gucke ich aber noch, wo ist denn... Wo sind denn die zwei Sachen? Also Aulin und... El Schlag mich tot irgendwas. Wo ist das? Aulin? Na scheiße, da fliegen wir wieder zurück. Okay, das ist aber jetzt nicht so weit. Das ist nur ein Sprung. Und wo ist dieses andere? Mit vielen Neunen... Fuck. Wo ist denn das? Da ist es. La Lande. Zwei Sprünge ist das entfernt. Okay, das kann ich schaffen. Das ist kein Problem. Und wie viel Zeit habe ich für den ganzen Spaß?
nach Lalande 29917. Da müssen wir uns relativ beeilen. Das werde ich aber wahrscheinlich. Mache ich das offscreen? Mal gucken. Und Aulin, das ist jetzt nicht so eilig. Naja, gut. Das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig heute. Aber ich hoffe, aber ihr seid Fans, das geht schon. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.